Gut, ich würde sagen, wir ziehen da mal dran, ziehen das raus. So, jetzt nutze diesen kleinen Moment. Klack, klack. Angreifen. Gut, das ist doch toll. Und jetzt kommt unser krankes Schiff und ballert er so voll weg. Ja, mächtig. Voll übertrieben derbe weggesprengt. Oh, da kommt ein großer Kollege. Oh nee, sag bloß gegen die muss ich jetzt kämpfen. Da kommt ganz viel Neues. Da kommt ganz viel Neues, was sie alles nicht kennen. Das kennen wir erstmal. Schwitzen, Piratensoldat, Panzerung widersteht, Beamwaffe empfindlich gegen Explosionsstöße. Und du bist, nein, du bist ein normaler Berserkerknecht. Schützende Panzer steht aus der Sicht, lässt sich nur durch zurückgelenkte, was so produktive steht. Na okay, das gehen wir hin. So, machen wir noch mal einen auf den hier. So, dich spreng ich jetzt weg. So, du bist tot. Und, ja, und du bist da. So, dann mach ich einen auf den hier. So, boom. Und dich baller ich einfach zurück ab mit diesem Scheißzeug. So, stirb dran. Du Berserkerknecht, du. So, stirb dran. Stirb dran. So. Hoffentlich hast du Spaß dran, jetzt fast tot zu sein. Das ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig. Ich hoffe so niedlich, zu Soldat zu sein. So. Und dich freeze ich jetzt mit diesen Dinger kaputt. Freeze. Freeze. Ja, kotzt mich ruhig an. Machst das wirklich klasse. Ich freeze dich einfach tot. Bist du jetzt tot? Ist ja toll. Tot. Okay, geil. Mächtiger Gegner, einfach so mal zwischendurch. Okay, dafür gibt es ja erstmal wieder Energie zurück, und zwar massenhaft. Gut. Das war echt derbe viel Energie. Denn wir haben ja schon wieder fast alles voll. Mensch, hier muss ja was versteckt sein, wenn ihr das so gut hier bewacht. Also da bin ich jetzt erstmal mal gespannt, was ihr überhaupt heilen. Und dann komische Käfer töten. Noch ein komischer Käfer, überall sind sie einfach da und nerven. So. Ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Hier ist aber nichts versteckt. Also, ich gehe mit einem Scanblick mal hier durch. Wer weiß, dass man hier alles scannen kann? Ja, euch habe ich noch nicht gescannt. So, großer Container und ihr seid kleine Container. Schön, hätten wir das schon mal geklärt. Boom, boom, boom. Kaputt immer. So, und kaputt. Jetzt wandern wir hier lang. Was gibt's denn hier? Ha, das sieht nach böse aus. Ah, oh, das geht ja noch. Zwei Stücke. Seitdem macht das was Böses. Schick, Attacke! Ey, wie süchtig. Kämpfen. Okay, Kämpfen-Modus. Ja, wir haben so eine komische Laser-Dinger. Ihr werdet dran sterben. Hallo? Bleibt stehen. Ja! Boom! Wow! Das sind wie diese Amokflieger. Seh ich schon. Das sind diese Amokflieger, die machen. Da gibt es nur bei Metroid Prime 2 diese super Ärger. Hörst du jetzt mal auf, so dumm rumzufliegen? Amok! Fliegt Amok doch nicht. Oh mein Gott! Was hab ich euch denn jetzt getan? Ja, einfach dickes fettes Viech mit Schwert. Ist richtig. Ja, ich bin irgendwie, möchte gern Sauron in einem Insektenviech. Okay. Korak nennt man ihn auch. Na denn. Morphologie, Korak, bitte hier Nervenbahn, im Maulbereich und der Zunge. Und du bist. Piratenhusa, Reiter der heimtückischen Koraks, führt Energielanze. Wow, seid ihr richtig episch. Okay, im Lungenbereich und so ist er empfindlich oder was? Okay, ich ball euch einfach mal ab hier. Ja, so, ich ball euch einfach ab. Ja, du hast einen super geilen Laser. Du bist echt cool. Muss ich ja schon sagen, ist einfach nur runtergefallen. Hallo. So, sag ich denn zu dir? Der Kerl da über dir ist ja jetzt tot. Heißt, Energielanzen kann ich vergessen. Der tut mir nichts mehr. Okay, was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal was wegziehen? Also, das geht nicht. Alles klar. Okay, du hüpfst jetzt doof herum. Also wie kann ich dich töten? Bitte hier Nervenbahn, im Maulbereich und der Zunge. Also heißt, du willst mich bezüngeln oder was? Okay. Weißt du, wenn ich mich hier zum Ball mache? Okay. Ich könnte mich auch einfach zum Ball machen und dich dann so töten oder wie? Oh Gott, er bläht sich gerade auf oder so. Was machst du da? Soll er damit aufhören? Das ist eklig. Oh Mann. Ich glaube, was er von mir will, ist, dass ich mich so eine Bombe mache und dass er mich dann hier bezüngeln kann. Ja, hier, nimm das. So. Tut das wenigstens weh? Nein, er will mich züngeln. Okay, das sehe ich ein. Dann züngel mich. Fress mich auf. Los, fress mich. Ich hab gesagt, fress mich. Ja, hier, nimm das, du Arsch. Gut. Geht aber nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Will mich so nicht fressen. Das müsste ich noch eine andere Art Weise. Doch, da. Hier, nimm das. Was ist denn da? Sieht der wie sein Magen auf, oder was will das? Okay, durchschütteln, befreien. Wow. Mal sehen.
Also ich kann ja nochmal so eine Bombe anbieten. Das mit der Bombe scheint ja nicht ganz so verkehrt zu sein, oder? So. Was hättest du davon? Also nee, das ist ihm egal. Anscheinend, was muss ich da irgendwas ausnutzen, oder? Was muss ich denn ausnutzen? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, bin ich ganz ehrlich. Ich lege jetzt aber über Bomben hin. So, nimm Bomben. So, nimm Bomben. Ich hab gesagt, nimm Bomben. Hör auf, mich wie ein Tier zu behandeln. Dann nimmst du jetzt Bomben und dann ist gut. So, los. Ja komm, Hündchen. Ja komm. Los, töte mich. Los, mach irgendwas. Los. Okay, das ist eine schöne Idee. So, nimm irgendwas. Nimm einfach von diesen Bomben und freu dich dran. Hallo. Nimm eine dumme Bombe und lass mich. Mann, das wird so nichts. So habe ich das nicht geplant. Ich weiß jetzt, was ich mit dir mache. Oh, ich habe wieder getroffen. Ich habe ihn getroffen. Hier, nimm irgendwas. Oh, ich habe gesessen. Okay, alles klar, das hat was gebracht. Gut, das hat was gebracht. Einfach so unter ihn durchzurollen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Okay. Hier, nimm das. Roll da immer schön durch. Okay. Alles klar. Da ziehe ich dir jetzt ran und dann gibt's Aua. Wow. Okay. Was ist jetzt los? Jetzt bist du am Arsch. Okay, alles klar. Hab verstanden. Das finde ich gut. Wenn du am Arsch bist, dann geht's mir besser. Ja. Juhu. Ich hoffe aber hier ein bisschen rum, ja? Du hast ja anscheinend nichts gegen. Du wirst hier immer nur auflutschen. Da habe ich ja echt nichts gegen, wenn du das tust. Ja. Gut. Wow, was ist denn jetzt los? Hallo. Lutsch. Nein, ich werde nicht gelutscht. Lass mich hier nicht einfach so auflutschen, komischer Käfermensch. Glaub ich mal, mir das viel zu schwer mit dem Affen hier. Hallo. Los, sei mir benommen. So, und würdest du mich wieder zu lutschen? Ich falle dir eine Rakete in den Arsch. Was hältst du davon? Ja, du bist doch süß. So. Alles klar. Sei wieder benommen. Mach wieder das, was du ihn gemacht hast, sei benommen. Ja, nein, geht nicht. Er ist einfach zu möchten, was? Ich bin doof. Nein! Hör auf damit! Ja, los! Geil! Endlich wieder! Hüpf! So! Mann, wieso funktioniert denn das nicht? Ich hasse dich! Hey, okay, jetzt dreht er wieder durch. Ist wieder seine Durchdrehphase. Aber nicht mehr lange. Hüpf! Ah, du bist ein komischer Kollege, weil du bist ja wie. Du nährst ja wie durch dein Nicht-Angreifen, ganz ehrlich. Du nährst mich durch Nicht-Angreifen. So. So, weißt du was? Hier, nimm das. Und verreck dran. Hier, zieh dir am Schwanz. Aua! Okay. Okay, dann siehst du das hier. Ja! Sterb dran! So. Mann. Muss ja mal so schwer sein. Einfach Phasenangriff machen und dann ist gut, ey. Ja, ich krieg auch noch ein paar. Ja, Mann. So, stirb dran. Los! Ja! Gut. Hätten wir das gemacht. Immer diese anstrengende geht ja genau, der Bosskick, der lässt 10% fallen, ist klar. Und, okay. Wir haben jetzt eine Brenngenmasse hier liegen und wir freezen sie mal. Liegt das hier auch was? Nein. Das Brenngen ist doch nicht so toll, wie wir alle dachten. Weil es brennt einfach weiter. Okay, einfach nochmal ein bisschen von diesen Dingern einsammeln. Hat er doch gerade schon was freigelassen, unser Kollege. Hier sind nochmal Raketen. Hier gehen wir jetzt mal hier durch. Oh, das war ja nochmal ein ganz interessanter Kampf gewesen, oder nicht? Jetzt kann auch mal wieder eine Steigerstation kommen. Irgendwas fliegt dir da gerade weg. Seh, so ein Kerl wieder. Ja, schütze mal ab. Boom. Kaputt. Und da ist Eismichel. Platz. Boom. Pop, 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 pop. Ich wusste es. Das ist immer dasselbe mit eurem Pop, pop Effekt. Ja. Zack und boom. Okay. Ich hätte mir auch. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier unten noch was finden kann. Es ist ja ein sehr interessanter Ort mit seinen ganzen Flecken und diesen ganzen Wachtrohren hier. Die können ja nicht so abspacken. In so welchen Räumen sind sie ganz schön angearscht, diese Viecher. Okay. Ja, nochmals wieder darauf hingewiesen, dass es jetzt alles geblendet hier. Geblendet. Mir geht's blend. Mir geht's echt total blend. Irgendjemand ballert mich schon wieder ab. Was ist denn in der Richtung versteckt? Wir schauen uns jetzt mal in beiden Richtungen um. Der Richtung ist ein Speicherplatz, in der Richtung ist die Energiezentrale. Also gehen wir speichern und machen nächstes Mal dann da weiter. Juhu. So, tschüss. Sehr gut. Und da geht's hier runter. Und wir speichern ab. Hopp, hopp, hopp. Gut. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal bei Metal Black Rhapsody. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Okay. Tschüss. Sagt Samus. Mit ihren super Mischhals.
Ja.